Gedenkgottesdienst in der Berliner St. Hedwigskathedrale. Die Bundeskanzlerin und viele Mitglieder der CDU-CSU-Bundestagsfraktion nehmen Abschied von Heiner Geißler, der am 12. September im Alter von 87 Jahren gestorben ist. Heiner Geißler war ein Urgestein der CDU. 1965 zog er erstmals in den Deutschen Bundestag ein. Von 77 bis 89 war er CDU-Generalsekretär, von 82 bis 85 zudem Bundesfamilienminister. Mitglied des CDU-Präsidiums und des Bundesvorstandes war er von 1989 bis 2000 und von 91 bis 98 zudem stellvertretender Vorsitzender der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. In all diesen Jahren galt er als Mann der deutlichen Worte, wie hier in einem Wahlwerbespot von 1983. Die SPD versteht nicht viel von der Wirtschaft und sie kann nicht mit dem Geld umgehen. Das ist inzwischen eine Volksweisheit geworden. Nun, Heiner Geißler hat ein ganz wichtiges Stück CDU-Geschichte mitgeschrieben. Als Generalsekretär, als jemand, der auch schon frühzeitig daran dachte, Frauen in der Politik zu fördern, als jemand, der nicht zuletzt bis ins hohe Alter in der Lage war, querzudenken, der Union immer wieder Anstöße zu geben. Das hat er in seiner aktiven Zeit getan. Das hat er auch in der Zeit getan, wo er nicht mehr aktiv politisch tätig war. Und insofern hat Heiner Geißler der CDU sehr gut getan. Die Unionsfraktion gedenkt eines großen Politikers. Heiner Geißler wurde am 27. September in seinem Heimatort Gleisweiler in der Südpfalz beigesetzt.